Im Gegensatz zum letzten Jahr ist dieses Jahr insbesondere wieder viel mehr möglich, was eine Begegnung angeht, also das Begegnen von den Leuten, das Miteinander, das Zusammenander sein. Wir haben die Zone ausgebaut, wir haben das Gastroangebot erweitert, dass man wirklich das Zusammenkommen wieder geniessen kann, zusammen auf ein Essen und hier in der Halle natürlich wieder einfach viel enger zusammensitzen und zusammen die Konzerte geniessen. Also wir sind letztes Jahr ja wirklich aufgrund von diesen strengen Auflagen in eine grössere Halle gezügelt. Wir haben 50 Personen reinlassen und haben wirklich 2 Meter Abstand zwischen den Stühlen gehabt. Und die Halle war voll mit diesen 50 Stühlen. Wir haben dann aber wirklich die Vorteile auch von diesem Standort erkannt. Wir haben mehr Raum zur Verfügung, nicht nur im Sinne von einer grösseren Halle, sondern auch wirklich mehr Räume, die wir dürfen bespielen und gestalten. Das ist natürlich inspirierend. Es gibt Ideen für Neues, für neue Projekte. Wir haben zum Beispiel das Stimmfenster jetzt auch hier auf dem Festival geplant, ganz neu im Singsaal von der Schule. Und auf dem Platz selber haben wir wie so im Gastrobereich viel mehr Möglichkeiten zum Gestalten, um so das Festival-Gelände, das Festival-Feeling herzustellen. Das Eröffnungskonzert vom Stimmenfestival 2022 ist Las Caramba. Das sind Frauen aus Lateinamerika, die im Moment in Barcelona leben, also aus Venezuela, Kuba, Argentinien, ist auch jemand von Frankreich dabei. Und die tun wirklich so traditionelle Stile wie Son oder Cha-Cha-Cha oder Salsa mischen mit Einflüssen aus Rap oder urbaner Musik. Und ja, also es wird total ein vielseitiger Konzertabend, der einfach wahnsinnig gut tut. Und was ich auch persönlich total schön finde bei dieser Gruppe ist, es sind alles Frauen. Und sie haben sich so zum Ziel genommen, dass sie diesen Frauen, die aus musikgeschichtlicher Sicht her im Schatten stehen, dass sie diesen Frauen eben einen Namen, eine Stimme geben. Y que el sexo